Geh weg. Wir haben bloß ein Teamleben, ne? Ah. Wir sind doch bekannte, gute Deathmatch-Schützen. Von daher. Was? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA Online. Heute mit dabei der Onkel von Gamercheck LP. Ja, hallöchen. Genau, und wir starten heute den ersten Heist, denn um mit den anderen zusammen ein Heist zu spielen, müssen wir den ersten erstmal machen und das ist halt ein Zweier-Heist und deswegen haben wir uns in Teams aufgeteilt. Ihr seht unter anderem noch den Gabax und den Helm zusammen und ja, schauen wir mal. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, das wird mir aber Onkel gleich erzählen, denke ich. Genau, und zwar werde ich jetzt einfach mal hier an die Karte gehen und den Raubüberfall als Anführer starten und zwar wird das ein Gefängnisausdruck, Gefängnisausbruch. Moment. Auf mein Handy gehen. Wir wollten den hier oben sehe ich es auch. Ich sehe es sogar. Verfügbare Raubüberfälle. Der Fließcar-Überfall oder wie auch immer man das ausspricht. Wir machen diesen Dingsüberfall, diesen Flieger. Ja, genau. Den ersten halt. So. Jetzt hat es mir hier natürlich, den ersten Raubüberfall reingetan. Das, ja. Okay, nochmal, Lester. Warum, den wollen wir doch, oder nicht? Nee, den zweiten wollte ich sagen. Ah, okay. Stimmt, weil du den ersten schon hast. Ich bin noch jungfräulich. Genau, aber wir wollen ja erstmal. Ja, komm, Lester, geh ran. Raubüberfall nochmal spielen und zwar den Flieger-Überfall. So. Die Boxen, die da oben in der Ecke hängen, die sind sehr bekannt in der Musikszene. Ich weiß gerade nur nicht mehr, wie sie heißen. Quarks, glaube ich? Nee, Quarks war was anderes. Ich habe keine Ahnung, die sind von irgendeiner bekannten Marke. Wollte ich nur mal loswerden. So. Schön, und wie es jetzt anfängt, das ist immer so geil. Fängt's an oder fängt's nicht an? Das gibt's doch jetzt gerade nicht. Das ist wieder totaler Vorführeffekt. Das ist vor uns die ganze Zeit war's da, ich brauchte bloß rechts zu drücken. Und jetzt ist es ja, nicht mehr da. Wir haben nämlich gesagt, wir haben bis jetzt immer Online-Deathmatch und Autorennen und so. Wir wollten halt mal Abwechslung, deswegen gucken wir mal. Nach den Heists, denn die sind auch ganz interessant, habe ich mir sagen lassen. Wie gesagt, ich bin ja noch GTA-Jungfrau, ich bin ja da noch Neuling und okay. Ja, Heists sind so Banküberfälle. Mal gucken, wir sehen da auch schon auf der Karte, dass es da noch einige geben wird. Gefängnisausbruch und so, ja, weitere Überfälle. So, ja, wie sieht's aus? Also ein Raubüberfall, genau, Vorbereitungskosten für den Fliegerüberfall laufen sich auf 11.500 Euro, die habe ich gerade so. Ja, ich habe die locker. Ja, die habe ich auch. So, jetzt kriegen wir erstmal am Anfang erklärt. Oh, Waffen. Machete, Pistole, Mikro. Ach, bist du schon in dem Auswahlmenü, ja? Okay. Ja. Okay, Schwierigkeit, ich würde mal sagen, wollen wir es ein bisschen schwerer machen, oder? Ah, nicht gleich auf schwer, ich habe es noch nicht gemacht, mach normal. Normal und schwer, na gut, machen wir normal. Okay, feste Kamera, keine Waffen, würde ich sagen. Muss ich da jetzt Munition kaufen? Das wäre besser, weil du benutzt ja deine eigenen Waffen. Du hast dir selber noch keine gekauft, ne? Doch. Doch, gut. Na, dann ist gut. Schwere Panzerung kaufe ich mir auch. Zack. Munition für alles kaufen würde 102.300 kosten. Bei mir 7.079. Das ist ein bisschen zu teuer. Bullepup-Gewehr, da haben wir uns noch ein bisschen Munition rein. Oh, ist schon voll. Ja, gut. Mehr braucht man eigentlich auch nicht. Na dann, let's fetz. Okay, schwere Panzerung natürlich. Kaufen. Ja, habe ich auch. Einstellung bestätigen. Spielersuche geschlossen. Crisplay und ja, da sind sie doch auch schön. Das geht los, liebe Freunde. Zuerst die Planung. Ich freue mich jetzt richtig drauf auf den Heist, muss ich sagen. Ich habe den ja schon mal gespielt und auch schon aufgenommen, aber das ist schon so lang her und auf der PS3, glaube ich, gewesen. Ah, okay. Oder PS4. Keine Ahnung. Klopf, klopf. Yo. Aber gleich mal als Vorhand, nettest du dann dich vor uns wunder. Ach ne, ich lass es mal reden. Nothing like a bourgeois bank robber to remind me of how strange Los Santos has become. In my day, the psychos at least had the dignity to be psychotic. Nowadays it's all about home furnishings and going straight. All right, you ready? Because this is it. Well, it's not it, but it's something very big. It's not quite ready yet, but I wanted to see how you're doing. What I've got is a Flisa Bank franchise. And it's nothing too complicated. There's no buy-in. Now, normally,
There would be a buy-in. You would put in money up front, we would arrange the job, and you would pull it off. But this time, I'll cover the upfront costs. Call it the price of getting a look at you. And there's no risk to you. Unless, of course, you count getting locked up or shot. So, you ready? And what do you think? You got questions, comments, concerns? All right. What are you waiting for? Let's go see this place. Lester. Ja, der Lester, der ist aus der Story-Mission sozusagen. Der richtig. Technik-Freak. Hat er uns die Jobs beschafft, macht er dasselbe wie hier. Und so, möglicher Anteil. Okay. Genau, so. Ja, das wollte ich eben sagen. Nett, dass, dass du dich da am Ende wunderst. Ich krieg ein bisschen mehr, weil ich eben das Geld investiert habe. Aha. Ja, ich krieg dann halt mein Geld zurück. So, willst du fahren oder soll ich fahren? Weil als Beifahrer hast du so eine kleine, hast du so ein kleines Minispiel. Okay. Gut. Weil ich habe schon im Kasten Minispiel? Das Minispiel. Ja, dann geh du auf die Beifahrerseite. Wieso steigt der nicht aus? Doch Dreieck, oder nicht? Ja. Kann ich dich hier einfach wegschieben? Leider nicht, du hast dich jetzt... und auf der Tastatur war F oder so, wa? Ja, also da, nee. Ja, wenn du einmal sitzt du wahrscheinlich. Schade. Weil da hast du nicht so ein kleines Minispiel. Das weiß ich noch vom ersten Mal. Aber ich geh mal einfach rein. Dann mach ich's halt. Na guck, beim Onkel, wenn das Minispiel sehen wollt. Ring, ring. Bring Lester zur Blablabla-Bank. So, genau. Okay, also bitte fahr, ne, wenn ich das Minispiel machen muss, dann musst du ein bisschen vorsichtiger fahren. Weil ansonsten gibt sich das nämlich in dem Minispiel wieder. Viel Spaß. Nein, Challenge an mich selbst, kein Autorahmen, aber trotzdem mit Highspeed. Wobei, so schnell ist die Karre irgendwie gerade nicht. Weil ich muss mich da, glaube ich, in das Kamerasystem einhacken oder irgendwas und das ist das Minispiel. Ah, okay. Ich glaube, das kenne ich noch von der Story. Nee, das war da nicht. Irgendwas mit einhacken kenne ich. Das ist wie damals Nibbles oder wie das hieß, dieses Spiel hier mit diesem Wurm, wo du dich da, wo du die Ränder nicht berühren kannst. Okay. Du bist eher da, als das Minispiel anfängt. Was ist denn da los? Ja, guter Fahrer. Kann ja auch noch langsamer werden. Sag mal, so weit bist. Oder kommt das dann vielleicht später erst? Das kann auch sein. Hast du noch nicht gestartet, oder was? Nee, wir gucken uns jetzt erstmal das Ding an. Genau, das war andersrum. Kommt später. Da sind wir. Ja. There it is. Take a look. Drink it in. I've patched into their security feed on my cell. Take a look. What are we looking at? Small joint. Not much security. Staff won't give a crap. Especially about the deposit boxes. Customers will probably be thinking how to turn this into a screenplay. The boxes are in the back behind the safe door. We want box number 167. Yeah, it's right on the highway with good access. That works for you. You can get out quick, but it'll also work for the cops. Speed up their response time. Okay? Okay. Enough of this peeper crap. Let's go to the garment factory. Und wieder zurück. Now, when you hit the bank, you're gonna need to hack into its security system. I've written a neat little program that'll do most of the work for you, but it's probably a good idea for you to familiarize yourselves with it. You, in the passenger seat. So, jetzt muss ich das machen. I've sent it to your phone. Okay, ging das jetzt an? Okay, so, ich mache jetzt, gerade dieses Minispiel. Warum fahren wir da jetzt eigentlich wieder weg? Wir können es doch gleich machen. Naja, da muss halt noch ein bisschen was erklären. So, erste Schaltung komplett. Muss der Lester sich wieder aufspielen. Mann. So. Du saßt halt so schnell in dem Auto, ich kam gar nicht zum Sagen. Hey, da ist noch ein... Egal, mach ich beim nächsten Hide. Heißt, Hide. Ich bin schon wieder bei Ark, Hide. So. Zack, nächstes. Ganz schön ruhiger Verkehr hier. Alles ist auch gut so. Wir brauchen jetzt auch keinen, der schlimmer ist. Ja. Fuck, ich bin an der. Bin rangestoßen. I'm calling Paige. She's my assistant. First she's gonna get us what we need. Then she's gonna sell me in half. Lester, du bist so lustig. Ja. Scherzkeks, der hat mit Peter Lustig geduscht oder ein Clowny Frühstück. Oh, ich muss hier hoch. Paige, it's
So, okay. Beendet. Aber ich glaube, das war bloß eine Testphase. Ich weiß es gar nicht, ob das jetzt schon... So, ich bin fertig. Okay, gucken wir mal, wie weit es noch ist. Da geht. Ey, da ist gerade ein Auto verschwunden. Warum stehst du jetzt hier? Wie, ich stehe da, ich fahre. Echt, bei mir stehst du hier. Okay, bei mir quatscht Lester weiter und ich fahre. 100 Meter, vielleicht weil du es einfach fertig hast und dann switcht es nicht um oder so, keine Ahnung. Du stehst bei mir auf der Kreuzung und Na warte, ich bin gleich da, mal sehen, ob es dann umswitcht. Längst nach links. So, da sind wir bei deiner Fabrik. Oh, jetzt, oh, Alter, jetzt geht's durch die Welt gefallen gerade, so ein bisschen. Boah, Alter. Hast du jetzt gerade einen Crash gemacht? War das jetzt bei Nein. dir auch? Nein. Bin da. Bei mir hast du gerade voll das Auto zerlegt. Da in... Kannst du aussteigen? Ja, ja, klar. Jetzt bin ich da, also ich bin wieder bei dir, ja. Komisch. Wer ist sie denn? Du hast nichts gesehen. Ja, die macht mit. Die hat nichts gesehen. Halt, kann ich nochmal aussteigen? Geht schon wieder auf der Fahrerseite. Achso, möchtest du diesmal? Ich glaube, ja, ich weiß mal. Aber nicht, ob... Ich, mal gucken. Egal. Darfst du mal fahren. Come on, back to your place. Wie, zur Wohnung? Was ist denn hier los? Jetzt müssen wir zur Wohnung. Bereiten sich wird, ganz schön lange vor da. Jetzt wird geplant. Is it all there? I think so. You want to get out and check, go down the inventory, or are you happy sitting there making a perfect butt imprint? Aber cool, so kriegst du wenigstens so einen kleinen Einblick, was so ein Heist dann ist. Sogar wenn man dann zu viert ist, das wird dann bestimmt schwer. Unfall. Alter. Hey, there's enough here to make us all look real suspicious. Nice little conspiracy to commit robbery charge waiting to happen. Das habe ich schon immer im Singleplayer gehasst, wenn die fährst, sprechen. Ja, genau. Man liest ja dann doch ab und zu mal mit. Warum? Was machst du denn jetzt? Hier war gerade ein Auto auf der Kreuzung. Bei mir zum Beispiel nicht. Ja, es sind noch viele gerade wieder weggeleckt. Keine Ahnung, wie sich das... So. Gelackt. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Ist ja nur ein kleiner Laden, dürfte ja nicht so lange dauern. Nee, aber es... Ach. Och, Onkel. Ach. Du hast die Challenge mit dem Nicht-Berühren der anderen Autos nicht geschafft. Ja, der hast du ja an dich gestellt. Ich hab ja... Du hast dich bewusst rausgehalten. Genau. Ich bin immer noch im Deathmatch-Modus. Jetzt links abbiegen. In 150 Metern rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Meine Frau aus dem Navi, die hat eine ganz komische Stimme. Ich glaube, die ist erkältet. So. Okay, und die Alte, die spielt da einfach so mit, oder was? Ja, die hilft uns ein bisschen mit. Ich habe eine Trophäe erhalten oder sowas ähnliches. Wirst du ja ganz schlecht finden. Vorbereitungsphase bestanden. So, jetzt bin ich mal gespannt, weil auf PS4 hat. Auf PS4 hat. PS4 hat uns anderen rausgehauen hier. Bei der Sache. Boah, ich bin schon 24. Ich dachte, ich bin noch so bei 16 oder so. Krass. Okay. Nö. Video läuft. Super. I'd let you do it if you could reach. I mean, I didn't see any milk crates for you to stand on. The most important thing to look for in an employee is respect. You can't get anything done without respect. Where was I? Room. Paige is setting up this board on which you will plan your scores. You'll use it to set out all the prep work you need to do. Select your crew. Figure out how the take from a score should be split up. You need a crew to take a score. But only one person can be in charge. Respect. Isn't that right, Paige? Blow me. All right.
And you're only gonna need one thing for this job. It's a high-speed armored car. Now, instead of getting one legitimately and leaving a nice long paper trail to your front door, you're gonna be jacking one from a nasty Korean crew and leaving a nice long paper trail to their door instead. This is good to go. Hey, here's your board. Good, good, good. And when you're ready to move on the car, go over it. Study the plan. Tick it off the list. You must be methodical. This isn't just a dumb crime. Well, there is an element of that, huh? And when you've got the car, we'll come back here and talk bank jobs. Voll der Freak, ey. So, jetzt habe ich mal eine blöde Frage. Hast du zufälligerweise eine Zeit bei dir? Ja, ja, wir können noch. Okay. So, ja, das Auto beschaffen wir noch, würde ich sagen, und dann. Okay, dann beschaffen wir das Auto noch, genau. Das war die zweite Phase. Ich will dich nicht verlassen. Das wäre die zweite Phase, okay. Wozu haben wir denn da Sachen jetzt gekauft? Was haben wir denn gekauft? Ach nee, halt, das ist ja... Nee, schon gut. Start. Okay, ich habe keine Ahnung, was Chrisplay damit sagen möchte. Ich dachte, ich muss jetzt hier nochmal Waffen und Munition und schwere Panzerung und sowas kaufen. So. Oh, wie sehen wir denn aus? Stylisch. Straße. Ach, ich bin der da hinten, okay. Oh, okay. Mit der Lederjacke. Impotente, was? Oh, hier, Genetik. Oh, die Tüte ist auch cool. Ach, du kannst dich selber kleiden. Okay, das ist cool. Ach, die Masken kann man... Ach doch, doch. Die breit ist er. Die ist auch so. Wie siehst denn du aus? Ich hab eine Socke über dem Kopf. Ah, cool. So, okay, ich würde sagen, da geigeln wir jetzt mal nicht so lange rum hier. Getuntes Fahrzeug, Hexer, Schakal, was? Das kann ich zum Beispiel jetzt nicht auswählen. Ich weiß kaum, was das sein soll. Okay, ich würde sagen, bereit zum Spielen. Müssen wir das Auto beschaffen? Mhm. Geh mal davon aus, es wird bewacht sein. Mhm. Haben wir überhaupt ein Auto? Steht da unten. Wir haben leider nur das Motorrad. Ernsthaft? Ja, ich hab versehentlich das genommen. Mein Motorrad! Nein, nimm's ruhig. Fahr ruhig. Das ist ja gleich dahin. Das Auto. Oh. Okay. Da könnte man eigentlich auch den Rest laufen, oder? Wenn du uns jetzt schon so schön vom Moped absetzt. Was du denn? Aber wo kommen wir da jetzt rein? Ach, rennt einfach weg. Achso, funktioniert. Das ist doch hier links. Ah, auf der anderen Seite. Hm. Ich lufte dir auch noch nach. Du weißt, meine Orientierung ist super. Dass man hier nicht einfach auf dem Button draufbleiben kann, damit der schneller rennt. So, man sieht ja ganz nach oben. Wir sollen vorher die Masken aufsetzen. Frage mich nicht, wie man die Masken aufsetzt. Wie setzt man die Masken auf? Frag mich nicht. Stand da, glaube ich, aber ich habe es nicht gelesen. Erstmal gucken wir mal, wo das Auto ist. Ganz oben, sagst du? Mhm. Aber kurz bevor wir ganz oben rausschießen, sollten vielleicht vorher mal in Deckung gehen. Genau. Oh, stimmt, da stehen welche. Alter, du leckst bei mir übelst rum. Nach links. Nach links, okay. Waffe raussuchen. Ich würde sagen, dann nehmen wir. Karabiner. Bullepup klingt doch gut. So, wie ging das mit dem Anlehnen hier nochmal? Oh, jetzt habe ich schon alles vergessen. Oh, hier sind ja voll viele. Die sehen uns vor allem voll schon. Ich frage mich gerade, wie man sich nochmal anlehnen könnte. Ich fange jetzt an, ja, einfach. Ich hätte vielleicht auf Dings wechseln sollen, auf Tastatur. Boah, stimmt. Die sind ja schnell tot. Stimmt, das mache ich fix. Boah, hier ist noch einer links. Das
ist denn da einer? Da. Wo wir vorspringt. Wir haben bloß ein Teamleben, ne? Ah. Die sind doch bekannte, gute Deathmatch-Schützen. Von daher. Was? Ne. Gerade noch eine große Fresse gehabt. Aber okay. Guck mal, ist doch, geht doch weiter hier. Wann lebst du noch? Ja, vor allem war ich so plötzlich tot. Ich sag, der Controller ist echt scheiße. Na, ich hab jetzt schnell auf mein, ich hab schnell den Controller zur Seite gelegt. Aber jetzt fahren wir ja wieder. Warte mal, da ist noch einer. Hippe auf! Boah, der lebt noch. Geht, 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 geht. Das war ich. Da ist ja gar keiner mehr. Habt den abgeschossen. Weil du immer noch hier hinter zielst. Was? Ich jetzt bin schon im Auto. Alter. Was passiert hier denn? Okay. Boah. Wing wing. Hast du gehört? Oh, die schießen ja. Ne, ich hab grad nicht. Ich war ja darauf. Das heißt, die Karre nicht verschrotten. Wo fährst du hin? Ich weiß gar nicht, wo komme ich hier raus. Da. Das heißt, die Karre nicht verschrotten, weil mit einem Schrottauto einen Banküberfall zu machen wäre ein bisschen dumm. Naja. Aber wenn rechts, die aufschießen. Rechts. Genau. Wundervoll. Wing wing. Hab ich denn schon irgendwas. Schneller. Hab ich denn irgendwas Interessantes um. Boah, die kommen und wollen uns hier. Alter, ich kann hier nicht rausschießen. Deswegen sag ich ja, wie soll ich das nicht verschrotten, wenn ich hier die ganze Zeit angeschossen werde? Hallo? Warum fährst du? Warum fährst du da dagegen? Das leckt bestimmt schon wieder bei dir. Also ich fahr normal. Bin fast cool. Da. Das ist wundervoll, wie das heute. Boah, okay, das war das habe ich mitbekommen. Oh no! Boah, hoffentlich geht mir die Bank überfallen, wohin, ey, wenn das so leckt. Boom. So. Cooles Auto. Bestanden! Doch nicht, Video. Schon voll das Einschussloch, zwei Stück sogar. Du auch. So, bam, zweite bestanden. Vorbereitungsphase bestanden. Jetzt habe ich Platin und du Gold. Warum auch immer. Ja, dann würde ich sagen, sind wir auch rum und sehen uns dann zur nächsten Folge, wo wir dann den Banküberfall in Angriff nehmen. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, macht's gut. Tschüss.